I could never settle down. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Willkommen in einer neuen Woche. Wir haben schon einiges geplant für heute. Heute steht nämlich ein großer Tag an. Es stehen einige Erledigungen bevor. Wir fahren einmal vom Süden der Insel bis ganz hoch in den Norden. Denn heute Abend wollen wir die anderen vom Camp wieder treffen. Auf dem Weg dahin müssen wir Wäsche waschen, wir müssen zum Baumarkt, wir müssen Wasser auffüllen, wir müssen unser Auto waschen, weil es immer noch voller Sand ist. Und wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun. Da nehmen wir euch mit und zeigen, wie so ein Tag hier aussehen kann und wie das Wiedersehen mit den anderen dann wird. Und ja, wir haben einen straffen Zeitplan, hoffentlich schaffen wir alles. Es ist nämlich schon 9 Uhr und eigentlich wollten wir jetzt losfahren, aber wir sind gerade eben erst aufgestanden. Also, alles easy peasy, erstmal Kaffee trinken, die Sonne genießen und dann geht's gleich los. Ja, sind doch ganz gut in der Zeit, würde ich sagen. Eigentlich hatten wir uns erstmal vorgenommen, um 9 Uhr loszufahren. Gestern Abend wurde es ein bisschen später, dann haben wir 10 Uhr ausgemacht und jetzt 10.20 Uhr. Ich würde sagen, wir sind pünktlich. Das sollte ich auch noch sagen. Wasser auffüllen, erste Station. Jo, Wasser aufgefüllt. Nochmal. Ja, wir haben jetzt Wasser aufgefüllt und das Ganze hat hier zum Beispiel jetzt 1 Euro für 5 Minuten Wasser gekostet. In der Zeit kommen ungefähr 30 Liter durch, also zahlen wir so zwischen 3 und 4 Euro. Machen das meistens einmal die Woche und das hat jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis das alles fertig war. Wir haben hier noch Müll weggeschmissen und jetzt geht's weiter. Es steht eine längere Autofahrt vor uns, weil wir fahren in die Hauptstadt Puerto Rosario und da kümmern wir uns dann um den Rest. Kaffee? Ja, auf jeden Fall. Versorge ich mal den Fahrer mit Kaffee hier. Sehr gut, danke. So, wir sind jetzt in Puerto Rosario angekommen und jetzt geht's erstmal zum Wäschewaschen. Hui! Ja, Melli kümmert sich jetzt um die Wäsche und ich mache mich auf den Weg zum Baumarkt. Mucke geht hier richtig gut ab. Genau das hier. So, das hier. Der hier. So, ich habe alles bekommen, außer Nägel, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt gehe ich nochmal Simio aufladen. Ja, SIM-Karte auffüllen geht hier ganz einfach. Und zwar haben wir Simio, zahlen für 35 GB 15 Euro. Und man kann das eigentlich fast überall aufladen. Also wie in Deutschland so eine ganz normale Vodafone Prepaid-Karte. Das erkennt ihr ganz einfach, zum Beispiel an so einem Zeichen. Hola. ¿Qué tal? Gracias, bien. ¿Puedes recargar mi tarjeta de Simio? Sí. Ich bin wieder bei der Melli.
Wir sind so selten getrennt, dann vermissen wir uns immer voll, gell? Ja. Ich richtig vermisst, du. Wäsche ist sauber, also da können wir auch einen Haken dran setzen. Jetzt sind wir hier bei dem größten Supermarkt, da holen wir so spezielle Sachen, die wir jetzt für den Geburtstag zum Beispiel brauchen. Und danach fahren wir aber nochmal zu einem anderen Supermarkt. Einfach weil der große Supermarkt ist hier und dann müssen wir so viel laufen und tragen, das ist ein bisschen zu weit weg. Ja. Also, let's go. Wir sind gut in der Zeit? Ja, sind wir. Ja, so ein Erledigungstag ist anstrengend. Richtig anstrengend. Super anstrengend. Ich bin wieder aufgewacht. Nächster Stopp, tanken. So, wir putzen jetzt noch mal ein bisschen Ting-Tong. Der ist so schmutzig, wenn man es hier sehen kann. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, ob sich das rentiert. Das soll nämlich wieder super windig werden. Aber trotzdem machen wir das jetzt einfach mal. Hat er einfach mal verdient. Ja, das Waschen lohnt sich, muss ich zusätzlich noch sagen, weil wir halt unser Auto von Salz und Sand befreien. Das ist natürlich immer ziemlich gut. Und jetzt bin ich hier tanken, direkt nebendran. Und hier gibt es so einen Service. Und der Typ hat einfach was voll Krasses entdeckt. Einen Tankdeckel, das wusste ich gar nicht. Ich habe hier diese Stutzen, ne, immer zur Seite gelegt. Dabei kann man den da einfach einklemmen. Das habe ich gar nicht gewusst. Krass. So, kannst du mal den Ton kurz ausmachen? Danke. So, letzter Stopp für heute. Wir sind richtig gut in der Zeit. Es ist 16 Uhr und wir stehen vor einem Lebensmittelhändler, bei dem wir einkaufen werden. Und danach geht es auch schon ja, zu unserem Standort. In 2 Stunden Sonnenuntergang, aber es ist ja alles super bewölkt. Und vielleicht sehen wir den Sonnenuntergang gar nicht, aber es ist trotzdem cool, wenn wir im Hellen ankommen. Richtig nice. So ein Tag, wenn der läuft, wenn das flutscht, macht das richtig happy. So, wir sind angekommen. Da sind sie, die ganzen wunderbaren Leutis. Ja, und ich habe zwar gesagt, dass es nichts wird mit dem Sonnenuntergang, aber habe ich wohl gelogen. Denn wir haben hier einen richtig schönen Sonnenuntergang. So, das Schöne ist nämlich immer, dass der Wind auch die Wolken wegpustet. Und ja, aber dafür ist es natürlich wieder ein bisschen windig. Wir haben uns den windigsten Platz hier oben in Fuerteventura ausgesucht. Hier ist immer Wind. Aber dafür sind wir zusammen und das wird mega schön. Ich gehe jetzt mal raus, genieße die Zeit mit den anderen und wir sehen uns morgen beim Sonnenaufgang wieder. Vitamins in history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired. So, da sind wir wieder nach einer richtig erholsamen und guten Nacht. Ich sag's euch, frische Bettwäsche ist der King. Also das macht so viel aus. Nach dem ganzen Staub, den wir da jetzt rausgewaschen haben, haben wir so gut gepennt. Ist auch sehr windstill eigentlich gewesen die Nacht. Jetzt wird es ein bisschen windiger, aber wir gehen trotzdem gleich mal raus spazieren. Was ich euch empfehlen kann, ist, wir haben gestern dieses Spiel hier gespielt. Und das ist einfach der absolute Knaller.
Ja, eigentlich bepinkelt man sich ständig vor Lachen. Ja, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Bock habt, irgendwas Lustiges zu spielen, sehr, sehr schönes Spiel. Ich werde euch das mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, ich glaube, die anderen sind auch schon wach. Wir haben jetzt gerade schon Kaffee getrunken und den Surfern hier aus dem Bett beim Surfen die Surfer beobachtet und es war richtig schön. Und bevor wir jetzt aber frühstücken und so weiter, bewegen wir uns auch mal eine kleine Runde. Vielleicht kann ja die Drohne steigen. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Oh, even though where these rivers Und wie war das jetzt so für dich? Anstrengend, weil ich aussehe. Jetzt machen wir uns erstmal ein schönes Frühstück und einen gemütlichen Tag zu Hause. Wie geil ist aber eigentlich hier nochmal die Aussicht? Appetit, so lässt sich's doch aushalten. Falls ihr euch erinnern könnt, ich habe so vor ungefähr 2 Wochen ein Paket von meinen Eltern abgeholt. Da war das Ding hier drin. Und zwar ist das für die Trockentrenntoilette. Hier kommt dann Pipi rein und da, das verdaute Essen. Und das baue ich jetzt ein, denn unser Alter ist uns kaputt gegangen. Ich habe jetzt hier auch schon einen neuen Kanister besorgt. Und ja, dann steht hier heute auch ganz schön viel an, denn morgen hat der Tim da drüben Geburtstag. Und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen was backen. Melli will noch jemandem hier die Haare schneiden. Eine Maya nämlich, die steht einen Van weiter. Und wir haben noch ganz schön viel vor. Hallo. Bitte setz dich auf mich. Magst du unsere neue Toilette? Ja, ich muss nochmal richtig reingucken, aber... Ich habe sie El Toletto getauft. El Toletto? Ja, hab jetzt eine richtig coole Toilette. Toilette ist jetzt auf jeden Fall fertig und ich kümmere mich um Jonglierbälle. Denn Tim hat nämlich vor ungefähr 2 Wochen jonglieren gelernt und jetzt bastle ich mal eigene Bälle. Dazu brauche ich pro Ball 100 Gramm Reis. Da kommt in einen Luftballon rein, da kommt ein zweiter Luftballon drüber. Eventuell nochmal ein dritter drüber und dann ja, machen wir das alles in so ein... Stoffreste und nehmen das so ein bisschen zusammen, damit es auch schön aussieht und ja, dann ist das Geschenk fertig. Wie windig das einfach hier hinten dran ist. Ja, Melli schneidet jetzt der Maya nämlich die Haare und jetzt holen wir mal einen Stuhl raus. Hier hinten ist ganz schön windig, aber in unserem kleinen Camp da vorne geht's. Ja, hier draußen wird noch fleißig Haare geschnitten, Gitarre gespielt und ja, Maya fühlt sich richtig wohl.
Yes. Sieht richtig cool aus. Ja. Pudelwohl. Pudelwohl. Und ja, wir genießen jetzt den Abend und dann melden wir uns dann morgen wieder mit der größten Fete Fuerteventura. Seid gespannt. Wenn man das so sagen kann. Wir können jetzt gleich einschlafen. Mit der Musik, Sonnenuntergang. Aufgestanden und habe diesen geilen Mond auf diesen Monduntergang gesehen. Und da musste ich auch bleiben, obwohl ich eigentlich noch gepennt hätte, weil ich bin noch gar nicht so lange wach. Wir haben gestern nämlich noch Käsekuchen gebacken. Und ja, hier vor mir geht jetzt so richtig schön die Sonne auf. Sieht man natürlich durch unsere verdreckten Scheiben nicht so. Aber ja, ich glaube, ich mache uns jetzt erstmal gemütlichen Start in den Tag. Und dann schauen wir mal, wie das Geburtstagskind auf seine Geschenke reagiert. Ah, jetzt sind eh alle noch. Ja, jetzt sind eh alle weg, das ist doch gut, dann können wir schon mal hier aufbauen. Hallo. Der gute brasilianische. Also alle bitte versammeln für El Concerto. Tim, das ist ein Lied nur für dich und deine Liebsten. Tim und Tanner in der Rot unterwegs, doch dann sang ihr dicken Rauch, der durch die Gegend weht. Dann rief die Melodie und nahm die zwei an und sagten, dass was mit Antoni stimmen kann. Doch die zwei sagten, das ist voll normal. Vollgas, Anton raucht halt manchmal. Die Uhren weiter über Schlauch und Stein. Doch so viel Rauch kann nicht normal sein. Nicht normal sein. Anton ist im Arsch und braucht einen Arzt. Werkstatt, Vanlife. Ist jetzt angesagt, der Sound nicht fresh wie After Eight, das will kein Karamell. Vielleicht war's ja doch kein Benzin bei der Shell. Pablo kommt vorbei und hilft den zwei. Er kennt sich gut aus und hört dabei Rammstein. Der Sound ist jetzt fresh wie After Eight, das will ist Karamell. Zum Glück war's dann doch Benzin bei der Shell. Das ist mein Love Song für Vollgas Anton. Das ist mein Love Song für Vollgas Anton. Und jetzt alle. Das ist mein Love Song für Vollgas Anton. Sound und Zeltschlie After Eight, das Bild ist Karamell. Zum Glück war's dann doch Benzin bei der Shell.
Alles Gute. Alles Gute. Ja, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, die Party ist jetzt gerade am Anfang. Und zwar haben wir jetzt hier lecker gekocht und ja, Kuchen gemacht. Und es gibt Blätterteigschnecken. Und jetzt gehen wir raus. Um 17 Uhr kommt ein Sänger, der begleitet uns mit Musik bis zum Sonnenuntergang. Da freuen wir uns richtig drauf. Ja. Ja, und jetzt, ab jetzt wird es auch nicht jugendfrei, deswegen... Wir sind raus. Wir sind raus.